Wir stehen jetzt hier vor einem der beiden zentralen Touchpanel, die wir hier im Haus haben. Grundsätzlich kann man das Haus ja sowohl per iPad bedienen, aber auch hier über die fest installierten Touchpanel. Ich will dir kurz zeigen, was man jetzt von den Wärmepumpen Steuerungselementen hier sehen kann. Beispielsweise sieht man jetzt hier die verschiedenen Temperaturen, zum Beispiel die Warmwassersolltemperatur, die hier über die Visualisierung geändert werden kann. Genauso die Zieltemperatur für die Klimageräte. Wir haben also hier diverse Statusinformationen über das Energiemanagement, können hier beispielsweise auch die Kühldecken ein- oder ausschalten, je nachdem, ob wir jetzt gerade das Haus zusätzlich kühlen wollen oder nicht. Wir haben auch diverse Diagramme hier, um die entsprechenden Informationen von der Photovoltaikanlage und von der Wärmepumpe darzustellen. Beispielsweise sehen wir hier das Verhältnis der Erzeugung zum Energieverbrauch. Also wir sehen jetzt zum Beispiel hier im Moment, dass wir 35 Kilowattstunden Strom produzieren, aber nur 3 Kilowattstunden verbrauchen derzeit. Das heißt, wir haben einen relativ hohen Überschuss. Ich kann das Diagramm mal umstellen hier auf den Tagverlauf. Wir sehen, dass wir dann nachts natürlich Energie trotzdem verbrauchen. Das hier sind die Phasen, wo der Whirlpool gehalten wird. Und am Tag dann einen entsprechenden Überschuss haben im Vergleich zum Verbrauch. Wir haben als weitere Informationen hier die entsprechenden Temperaturen von der Wärmepumpe. Wir haben Informationen über den Erdwärmekollektor. Wir können die verschiedenen Puffer uns anschauen. Wir sehen zum Beispiel jetzt hier den Verlauf des Warmwasserpuffers. Wir sehen also, dass bei den Witterungsverhältnissen sehr, sehr lange dauert, bis der Puffer überhaupt leer wird. Das heißt, wir haben jetzt hier Ende März, wir haben nur noch einen geringen Energiebedarf, um das Haus auf Temperatur zu halten. Das heißt, dieser Puffer hält durchaus mehrere Tage und ist dann in der Lage, auch längere Phasen ohne Solarenergie zu überbrücken. Gekühlt wird im Moment, wir können die Brauchwassertemperatur übersehen, Informationen über die Kühldecken. Das heißt, alle relevanten Informationen, die wir hier über das Energiemanagement wissen wollen, können zum einen eingesehen werden. Diese Informationen nutzen wir, um das Steuerungskonzept immer weiter zu optimieren. Und es ist natürlich auch für die Bewohner hier wichtig, um die entsprechenden Funktionen zu bedienen und zu sagen, jetzt möchte ich heizen, jetzt möchte ich kühlen, beziehungsweise um entsprechend Einfluss zu nehmen auf die entsprechenden Verbraucher, wie beispielsweise den Vulkan.